There's a press conference over there. Okay. No, you can do not touch me. Do not touch. I'm UN correspondent. Heftige Missachtung der Pressefreiheit. Deutsche Beamte des Bundeskriminalamtes verweisen Medienvertreter in New York vor der UN von ihren Plätzen. Das wird ein Nachspiel haben. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Frau Baerbock, schämen Sie sich in Grund und Boden, so die Pressefreiheit mit Füßen zu treten und einen UN-Korrespondenten, der in New York akkreditiert ist, hier von Ihren Sicherheitsleuten abzudrängen. Und das Ganze ist hier mehrfach passiert. Dem natürlich nicht genug. Frau Baerbock wird vor der UN-Generalversammlung persönlich, geht unter die Gürtellinie und wird emotional. Das hat in der Diplomatie überhaupt nichts verloren. Und den Lacher zum Schluss. Ich habe nochmal die Kobolde rausgeholt und auch die Habecksche Superleistung der Pendlerpauschale. Damit aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich hoffe, ihr habt mein Video heute früh schon gesehen. Die Messerinzidenz von 10 von gestern. Messerradar, mein neuer Zweitkanal. Dort wird messerinzidenz.de in Videos von mir zusammengefasst für alle, die etwas faul sind zu lesen oder die App zu benutzen. Aber wir kommen hier zurück. Frau Baerbock, Annalena, die schlechteste Bundesaußenministerin aller Zeiten, wirklich jemals in der Geschichte der Bundesrepublik, eventuell sogar in der Geschichte des Heiligen Deutschen Reiches römischer Nation. Dann gehen wir noch viel weiter zurück. Wir schauen uns die Situation hier an. Do we need a direct negotiation with Russia? There's a press conference over there. Okay. No, you can do not touch me. Do not touch. I'm UN correspondent. Do not touch me, sir. I'm not touching you. I'm going to call Malou. Yeah, call Was soll denn das? Ein akkreditierter Journalist bei der UN. Es ist eine Pressekonferenz. Okay, sie möchte nicht vor der Pressekonferenz mit ihm sprechen. Eine persönliche Frage möchte sie nicht. Ist in Ordnung. Aber man darf ihn nicht wegschieben, vor allem nicht anfassen. Es besteht absolut gar keine Bedrohungslage. Und die Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes hier, sie sind wohl sehr nervös. Das gehört sich allerdings absolut gar nicht. Das vor der Weltöffentlichkeit, vor der Weltpresse, zeigen die deutschen Beamten, wie sie die Pressefreiheit mit Füßen treten. Und was ja viel schlimmer daran ist, genau diese Kamerabilder wollen sie haben, um sie im russischen Fernsehen rauf und runter zu spielen. Und Frau Baerbock, Sie sind der beste Diener des Kremls mit solchen Aktionen. Befördern Sie einfach nur das, was Ihre Kollegen immer vorwerfen. Alle würden hier Geld bekommen von Putin, um das Playbook des Kreml, die Grünen, verächtlich zu machen, zu spielen. Und da muss ich sagen, oh, liebe Frau Baerbock, ich bekomme mein Geld hier von einem US-amerikanischen Aktienkonzern, von Alphabet, genauer gesagt, dem Mutterkonzern von YouTube. Ja, aber das sind für Sie Kremlgelder, Putin-Propaganda, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Und Frau Baerbock, wenn Sie uns hier immer Putin-Propaganda vorwerfen, immer dran denken, Sie verdienen 42% Steuern an meiner Propaganda. So viel zum Thema, ich diskreditiere die Regierung, ich finanziere sie am Ende. Das ist viel schlimmer, als sie zu diskreditieren. Denn diskreditieren tun sie sich selbst. Frau Baerbock, Sie sind dafür verantwortlich, mit Ihren Mitarbeitern aus Ihrem Personenschutzstab, dass solche Bilder jetzt in Russland wieder im Fernsehen laufen, von morgens bis abends. Und dann sagen Sie, wie viel Geld die CDU eigentlich von Putin bekommt. Merken Sie überhaupt noch, in welcher Realität Sie leben? Nein, das machen Sie nicht. Denn sie haben die Diplomatie über den Haufen geworfen, indem sie hier sowas gesagt haben. The strongest man of your country can hide behind teenager girls who he kidnapped. But you cannot fool the world. Alleine die gestige Mimik und dann den Staatspräsidenten eines anderen Landes vor der UN öffentlich zu beleidigen. Frau Baerbock, das hat mit Diplomatie gar nichts zu tun. Das hat auch mit feministischer Außenpolitik gar nichts zu tun. Wissen Sie, mit was das etwas zu tun hat? Mit dem psychischen Problem, dass Sie und Ihr Ego sich nicht damit abfinden können, dass Sie tatsächlich die schlechteste Außenministerin aller Zeiten gewesen sind, dass Sie nichts
vorweisen können. Sie haben eine Leistungsbilanz, die ist null. Bei manchen sogar würden sagen, die ist negativ, Frau Baerbock. Und jetzt geht Ihre Amtszeit zu Ende und Sie kriegen nichts auf die Kette. Sie kriegen keinen Frieden in der Ukraine hin, Sie kriegen keinen Frieden in Israel und Gaza hin, geschweige denn dem Libanon, geschweige denn kriegen Sie irgendwelche Abkommen hin mit Syrien oder Afghanistan. Ihre Leistung ist einfach 0,0. Und dann gehen Ihre Koalitionspartner hin und wollen Ihre heilige Kuh, mach weit das Tor, mach hoch die Tür, die offenen Grenzen, das will man ihnen auch noch nehmen. Und dann passiert genau das wie bei der UN. Sie fangen an, wild um sich zu schlagen, weil sie in der Ecke stehen. Sie sind wirklich in die Ecke gedrängt. Ihnen geht mindestens die Hälfte der Mandatsträger im Bundestag flöten. Ihnen geht sehr wahrscheinlich die Regierungsarbeit flöten. Dann sind sie wieder in der Opposition. Ihnen soll es egal sein, Frau Baerbock, aber wenn Sie sich körperlich, psychisch und physisch nicht mehr im Griff haben, dann können wir Sie nicht mehr in der freien Wildbahn unser Land vertreten lassen. Es gibt viele auf meinem Kanal, die würden sagen, wir hätten niemals Sie für uns als unser Land vertreten lassen dürfen. Aber jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, jetzt heißt es Baerbock und ist Außenministerin. Ja, aber dann geht sie zur UN und beleidigt einfach einen anderen Staatspräsidenten. Um sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, aber mit dem kann man nicht reden. Frau Baerbock, es ist völliger Wahnsinn, absolut völliger Wahnsinn, was in Ihren Hirn vor sich geht oder eben nicht vor sich geht. Ich bin kein Mediziner, der das objektiv beurteilen kann. Ich kann das nur subjektiv beurteilen und subjektiv sage ich Ihnen, suchen Sie sich schon mal einen günstigen Friseur, die 100.000 Euro für Ihre Visage oder Visagistin, dass Sie nicht aussehen wie eine Totengräberin, waren Ihre Worte. Suchen Sie sich mal eine, die Sie von Ihrem Kleingeld nächstes Jahr bezahlen können, sonst sehen Sie wirklich aus wie das, was Sie sind. Eine Totengräberin waren Ihre Worte. Ich warte auf Ihren Strafantrag wegen Beleidigung. Da sehen wir uns vor Gericht, Frau Baerbock, mit Ihrem Anwalt. Ich würde es wirklich köstlich feiern, aber am besten ist, Sie schlucken einfach die Kröte, so wie wir alle in diesem Land jeden Tag die Kröte der grünen Regierungsbeteiligung schlucken müssen. Und jetzt wird es Zeit für einen weiteren Cappuccino, damit der Puls nicht so nach oben geht. Aber wir haben nochmal ein paar Lacher der Grünen zusammengefasst, beziehungsweise ich habe mir das angeeignet. Ich habe das auch nicht selbst gemacht. Ich habe das gefunden. Aber genießt es. Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Rohstoffe, Kobold. Wo kommt das eigentlich her? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Liebe Nichtmänner! Wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Obert, du hast doch einen an der Waffe! Die Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Ja, aber nicht, dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. Robert! Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat, zu fahren. Schatz, halte Bagger, ich sage dir. La 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 la, meine Güte! Man kann also zusammenfassend sagen, uns Grünen ist der Fisch wichtiger als der Joint. Dass den Grünen doch der Joint wichtiger war als der Fisch, sieht man doch daran, dass Cannabis legalisiert wurde und das Fischereiabkommen der EU mit Großbritannien bis heute nicht fertig ausgehandelt ist. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung zu Annalena Baerbock, auch zu meiner Auslegung der Situation, warum sie jetzt noch weniger Leistung zeigt, als es die letzten 3 Jahre der Fall war und warum sie jetzt anfängt, unter die Gürtellinie zu gehen. Liege ich richtig mit meinem Verdacht, dass sie es nicht ertragen kann, bald wieder Persona non grata zu sein, ohne diplomatischen Pass, ohne Amt und Würden, ohne Regierungsflieger. Ja, da sieht man jetzt in den Abgrund hinein, wenn man wieder Economy-Klasse fliegen muss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal und schaue unbedingt bei Messerradar hinein. Die Inzidenz von gestern, sie liegt bei 10 gemeldeten Messerstraftaten. Wir haben dafür einen eigenen Kanal und bringen jetzt täglich die Inzidenz für das Messer, damit wir mal alle objektiver beurteilen können, wie schlimm die Situation ist. Aber abonniere diesen Kanal und meine anderen Kanäle und damit sage ich ciao, bis bald.